gleich. Komm, ja! Servus zum neuen Video. Schaut jetzt vielleicht nicht aus, als ob das ein Radvideo wird, aber wieder ein Bike-Video. Ich bin wieder zurück in Deutschland. Also erstmal sorry, weil ich wollte eigentlich vor Ibiza noch ein paar Videos machen. Bin dort aber dann krank geworden und habe nichts mehr gemacht. Bin heimgeflogen. Jetzt sind wir im absoluten Winterwunderland. Und die meisten Menschen werden es wahrscheinlich schon gesehen haben, da, weil ich auf Instagram immer hochgeladen habe. Ich bin eigentlich jetzt fast tagtäglich mit der Maschine unterwegs. Und zwar zum Snowbiken, Snowriden, Snow... einfach Spaß haben. Bin jetzt in der Bikewelt Schöneck, wo ich sagen muss, es ist absolut grenzwertig, weil es hat unten in der Talstation ungefähr 35 cm und oben, weil ich war gestern schon da zum Fahren, und oben sind es ungefähr wahrscheinlich 40 oder 45 cm. Hab da probiert zu fahren, ist aber leider, hat es nicht funktioniert. In dem flachen Stück, also Flowline, Jumpline oder so, ist einfach unmöglich, weil es viel zu viel Schnee ist und so Pappschnee, so nasser Schnee. Dann habe ich es gestern nochmal probiert, auf der Steilstrecke, auf der Downhill-Strecke. Und da ist es dann irgendwie gegangen. Also immer noch war super, ist kaum gerollt und so. Aber dann bin ich zwei, dreimal gefahren. Dann hat sich langsam eine Spur eingefahren und dann war das so technisch und eigentlich für mich so eine Challenge und so spaßig, dass ich gedacht habe, ich nehme euch jetzt heute mit der Kamera mit. Das ist bestimmt interessant zu schauen, weil ich das ja trotzdem auch als Training sehe. Das ist eigentlich perfekt für die Fahrtechnik, weil es ist einfach wie der schlimmste, tiefste, rutschigste Schlamm. Also das hat sich gestern gefahren, ungefähr wie die WM in Leogang. Mit 30 cm tiefen Schlamm und hier ist es halt 30 cm tiefer Schnee. Genau. Ich nehme euch mit. Ich habe quasi die Cams dabei und einfach mal schauen, ob was wird, ob wir was zusammenkriegen. So, und jetzt geht's schon direkt los. Zwar, wie ihr seht, oh Scheiße, boah. Okay. Wie ihr seht, ist das Bergauffahren einfach schon super hart. Man sieht ein bisschen noch die Spur von gestern. Es hat in der Nacht wieder ein bisschen geschneit. Man kommt eigentlich gar nicht wirklich hoch. Es ist nur hier war ein ganz kleiner Weg, wo die Fußgänger hochgegangen sind und der war festgetreten. Das ist das Einzige, wo man hochkommt. Und wenn man ein bisschen von der Spur rauskommt, bleibt man stecken. Deshalb auch das Hochfahren schon wirklich super interessant und technisch, um einfach nicht aus der Spur raus zu sliden oder irgendwie stecken zu bleiben. Und was man da sagen muss, das, was ich hier jetzt mache, wäre einfach ohne E-Bike nicht möglich. Also ich fahre auf der vollsten Unterstützungsstufe und komme gerade, ah shit, genau. Also man sieht schon, wenn man ein bisschen rauskommt, bleibt man sofort stecken. Also es ist wirklich ein Balanceakt. Shit. Okay. Hier war es jetzt zu hoch. Ihr seht schon, da treffen wir jetzt zwei Welten aufeinander. Mountainbiker und Skifahrer. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Boah. Boah. Die Auffahrt war ein bisschen hart, weil es ist so ein übler Wind heute, dass überall Schneewehen sind und die Spuren, die ich gestern gefahren habe,
sind weg. Jetzt hoffe ich, dass die Downhill-Strecke noch ein bisschen die Spuren hat. Okay, also let's go. Erste Abfahrt. Ich denke fast nicht, dass ich ganz runterkomme, weil ein Flachstück dabei ist, wo der Schnee einfach noch zu hoch ist. Da muss ich erst die Spur einfahren, aber ich schau mal, was geht. Okay, also es hat einfach mal wirklich einen halben Meter Schnee hier. Also, let's go. Also man hat gesehen, die Spur von gestern ist noch da, aber wenn man ein bisschen rauskommt, bremst es einen so, dass man nicht weiterkommt. Let's go! Den Trupp lasse ich mal aus. Und einfach die Skispuren. Ach, das ist ein Waschbrett. Also die erste Abfahrt war oben, wo ich gedacht, fuck, heute geht's nicht. Aber ab dann, wo es ein bisschen steiler wird und wo die Schneewehen nicht so hoch waren, hat man glaube ich auch gesehen, dass es richtig abgegangen ist. Also deshalb werde ich jetzt weiter durchziehen. Versuche mir oben noch ein bisschen eine coole Spur reinzufahren. Und dann wird das. Die Spur von vorher ist schon wieder weg. Die Zug weht. Oh, ist das hart. Das gibt's doch nicht! Oh Mann, wenn man einmal steckt, ist es fast vorbei. Seht ihr eigentlich den Schnee? Here we go! Wir sind wieder oben. Schade eigentlich, dass der Lift nicht läuft. Und let's. Oh Gott, das ist so hoch einfach. Oh. Oh, Alter. Ah. Oh Mann! Wo? In der Spur bleiben. Ja. Spur, fuck! Ah. Das Flache geht einfach noch nicht. Aber jetzt sind wir wieder am Einstieg von der steilen Strecke. Okay, let's go! Also, Konzentration ist eigentlich nur. In der. Oh. Scheiße! In der Spur zu bleiben. Fuck! Okay.
Das ist mir fast Crash geworden. Steinfeld. Sprung ist sogar gegangen. Alter. Okay. Außerhalb schickt. Was geht ab? Das ist krass. Das war knapp. Komm. Yes. Jetzt wird es langsam geil, weil die Spur sich jetzt schon langsam ein bisschen festfährt. Wenn man halt ein bisschen rauskommt, ist das gleich vorbei. Deshalb hat man einfach seine 10 cm Spur, die schon wieder zugeweht ist, fast. Oh Gott. So, okay, ich bin wieder oben. Ich habe mir jetzt gerade beim Hochfahren überlegt, wie ich es irgendwie schaffen kann, das flache obere Stück von der Jumpline zu fahren, ohne dass ich schieben muss oder dass ich rauskomme aus der Spur. Und ich probiere mich jetzt einfach Vollgas zu konzentrieren, nicht zu labern, nicht allzu schnell zu fahren und probiere mal, ob ich es so schaffe. Also, let's go. Scheiße! Okay, das ist die Challenge für heute. Einfach über die Tables drüber zu kommen und einmal durchzufahren. Wow. Okay, here we go. Dritte Abfahrt. Zweite war gerade schon eigentlich geil. Mal schauen, ob es noch besser wird. Get the drop. Oh shit. Wow. Der wäre hart gewesen. Aber den räume ich mir jetzt frei für die nächste Abfahrt. Es wäre nicht bloß in die Hose gegangen. Ich wäre jetzt einfach 2 Meter runtergefallen, weil ich direkt am Takeoff keinen Speed mehr gehabt hätte. Fuck, ist der Schnee hoch. Sieht man das eigentlich, wie hoch der Schnee ist? Das ist einfach kniehoch. Okay, also weiter. Wow.
Also ich glaube, ihr merkt schon auch, sobald ich ein bisschen in der Spur bleiben kann, wo ich vorher gefahren bin, rollt's gut. Aber wenn du bloß einen Zentimeter rauskommst, bist du in einem Vollgas-Drift und bleibst fast stecken. Okay, Abfahrt Nummer 4. Ich probiere wieder wie vorher Jumpline einfach irgendwie durchkommen, probieren, konzentrieren und dann schauen wir weiter. Okay. Oh Gott! Wow, was ist denn los? Okay, schaffe ich schon. So, Konzentration. Jetzt wird es wieder wild. Oh, au. Oh Gott, ich mach ihn. Nein! Oh. Oh. Shit! Oh. Okay, der kommt noch. Was ich jetzt machen muss, ist, nach 4 Abfahrten ist der Akku schon fast leer, weil der immer auf Vollgas läuft, bergauf, es 0, gar nicht rollt und einfach die Kälte verrückt ist. So, glaube ich, so minus 3 Grad oder so. Und das merkt man am Akku ganz schön und komplett ist alles ein bisschen, wahrscheinlich ja nur mal ein paar Kilo schwerer mit dem ganzen Schnee. Oh, alles komplett vereist. Abfahrt Nummer 5. Let's go! Ein Stück ist schon immer. Mann! Jo, Mann!
Okay, ich glaube, das ist irgendwie aussichtslos hier, das zu schaffen. Und let's go. Oh, das war perfekt. Geht halt einfach nicht. Es ist zu viel Schnee. Aber ich will den Drop springen. Ich glaube, ich fahre hier heute so lange, bis ich irgendwann hier runterkomme und es schaffe, über den Drop zu fahren. Ich will den unbedingt springen. Okay. Weiter. Boah. Das war fast die falsche Richtung gelehnt. Ziel ist, einmal runterzukommen mit Dropspringer. Erst dann fahre ich heim. Geht nicht. Fuck. Okay. Ich glaube, es wird immer schwieriger. Komm, ja! Oh, shit! Nein, ich will noch. Yes. Oh. Ah. Ah, ist das schwierig.
krank. Ah. Jungs und Mädels, ich habe jetzt gerade beschlossen, dass vorbei ist, weil Punkt 1 ist, es ist arschkalt. Ich spüre meine Finger nicht mehr, ich spüre meine Zehen nicht mehr. Die Akkus von den GoPros sind gleich leer. Es wird immer schwieriger zu fahren. Und ich bin super zufrieden, dass ich es in Drobitz geschafft habe. Das obere Flachstück schaffe ich einfach nicht. Ah. So, das war damit auch das Ende von dem Video. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich werde definitiv jetzt mehr Videos machen. So vom Snow-E-Biken. Ich hoffe, dass nicht mehr Schnee kommt, weil das war wirklich, wenn man gesehen hat, eigentlich mehr als grenzwertig zu fahren. Mir hat es aber trotzdem super Spaß gemacht, weil es einfach so technisch war. Genau, ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ach so, das sollte ich vielleicht zum Ende noch sagen. Eigentlich ist der Bikepark gesperrt. Ich habe bloß um Erlaubnis gefragt, dass ich hier mal jetzt einen Tag fahren kann. Nicht, dass jetzt dann jeder herkommt und probiert, im Schnee die Downhill-Piste runterzufahren. Also der Bikepark ist im Winter logischerweise gesperrt. War bloß mal eine Ausnahme für mich.